Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Ganz schön was los hier. Menschen auch von überall her. Und die meisten davon wohnen wahrscheinlich nicht mehr bei ihren Eltern. Aber warum eigentlich nicht? Ist es wichtig für uns, für unsere Entwicklung, irgendwann von zu Hause auszuziehen? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Oder gibt es den überhaupt? Und was macht das mit uns, wenn wir zu Hause ausziehen? Das schauen wir uns heute mal an. Ich bin auf dem Weg zu Leon. Leon ist 27 und wohnt noch, oder besser gesagt wieder, bei seiner Mutter. Mama, I'm coming home. Ja, erzähl gern mal, was hast du nach der Schule gemacht? Ich bin erst mal ein Jahr nach Neuseeland. Ah, der Klassiker. Ja, das stimmt. Das war schön. Das war so ziemlich die beste Zeit in meinem Leben, würde ich behaupten. Kannst du einmal kurz deine Stationen zusammenfassen? Zurückgekommen, hier gewohnt für 3-4 Jahre oder so. Dabei verschiedene Jobs gemacht und Studiengänge angefangen und weiß nicht was. Dann ausgezogen zu einem Kumpel. Ich habe seine Wohnung zur Untermieter genommen und der braucht die jetzt aber wieder und dementsprechend bin ich wieder hier. Hat es Überzeugungsarbeit gebraucht, dass du hier wieder einziehen konntest? Oder warst du eigentlich gleich wieder willkommen? Es ist schon so, dass meine Mom schon so ist, dass sie mich eben auffängt, wenn irgendwas bei mir nicht gut läuft. Also das ist, glaube ich, auch bei vielen Moms so, aber ja, super glücklich waren sie nicht drüber. Sieht dein Zimmer hier jetzt noch aus wie dein Kinderzimmer vor 10 Jahren? Ähnlich, aber scheiße, war gerade umgezogen. Können wir uns das mal angucken? Denke schon. Cool, danke. Leon ist jetzt also zurück im Hotel Mama. Und es ist ja auch schon ganz nett da draußen im Grünen, wo er jetzt lebt. Zu der Frage, ob uns das Stadtleben oder das Landleben glücklicher macht, haben wir übrigens auch schon mal eine Explore-Folge gedreht. Die könnt ihr euch auf YouTube und in der ZDF-Mediathek anschauen. Aber so eine Großstadt hat freilich auch ihre Vorzüge. Zumindest, wenn man hier groß geworden ist. So wie Martha. Mit ihr bin ich gleich verabredet und sie wohnt gerade in ihrer ersten eigenen Wohnung. Hallo, hallo. Cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, wie lange wohnst du schon hier? Also generell in Prenzlauer Berg eigentlich schon mein ganzes Leben. Aber ich habe jetzt sozusagen das Kiez gewechselt. Also mein altes Kiez war so 3 Tramstationen von hier entfernt. Also auch wirklich nicht weit weg. Ja, genau. Und jetzt bin ich halt hier. Wie lange ist es jetzt her, dass du umgezogen bist? 4 Wochen, 6 Wochen so ungefähr, genau. Und? Wie ist das Zwischenfazit? Ja, also mir gefällt es richtig gut. Am Anfang war es echt so ein bisschen komisch irgendwie. Ich dachte die ganze Zeit so, bin ich irgendwie im Urlaub, komme ich dann wieder zurück zu meinen Eltern? Was geht hier ab? Und so die ganzen Aufgaben, die jetzt dazu kommen, Haushalt und so. Aber mittlerweile habe ich mich eigentlich echt voll gut eingelebt und fühle mich voll wohl hier. Hattest du irgendeine Negativüberraschung? Irgendwas, was du gar nicht auf dem Schirm hattest? Naja, so ganzen Haushaltssachen, was man so einkaufen muss. Ich kam da irgendwie gar nicht hinterher. Mir war das gar nicht bewusst, dass man halt irgendwie so oft vielleicht Sachen braucht und wenn ich das halt nicht kaufe, dann macht es halt auch kein anderer. Hatte ich mal so einen Tag kein Klopapier oder so. Keine Ahnung, das war halt so ein bisschen, aber... Da lernt man was draus aus solchen Momenten, ja. Was war der Grund, dass du ausgezogen bist? Vor allem so, ich wollte mehr Freiheit haben, ich wollte mich so ein bisschen selbstständiger machen. Also ich würde sagen, ich war schon immer relativ selbstständig so in allem, was ich gemacht habe. Und dieser Schritt auszuziehen war jetzt irgendwie nochmal das, was ich gebraucht habe und wo ich so dachte, ja, das muss jetzt irgendwie sein, so ein bisschen Abstand zu der Familie zu kriegen und einfach so meine Entscheidungen selber alle nochmal eigenständiger zu treffen und so. Martha ist mit 21 ausgezogen. Ist es jetzt früh oder spät? Das kommt drauf an, wen man fragt und wo. Deutsche ziehen im Schnitt mit knapp 24 aus. Männer sind dabei etwas langsamer als Frauen. Im Alter von 25 wohnen noch 35% der Männer bei ihren Eltern, aber nur noch 21% der Frauen. Daher kommt auch das Klischee vom Nesthocker, der in Filmen eigentlich immer männlich ist. Aber auch zwischen den Ländern gibt es Unterschiede. In Skandinavien beispielsweise zieht man relativ früh aus, in Schweden mit 17,5.
In Kroatien ist man viel später dran. Erst mit 32 ziehen die Leute dort im Schnitt aus. Der europäische Durchschnitt liegt bei 26. Wann seid ihr ausgezogen? Oder plant es zu tun? Und warum überhaupt? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Mit diesen Zahlen hat sich Dr. Anne Berngruber intensiv befasst. Sie ist Sozialwissenschaftlerin am Deutschen Jugendinstitut und hat an der bundesweiten AIDA-Studie mitgearbeitet. AIDA steht für Aufwachsen in Deutschland, Alltagswelten. Wann bist du denn von zu Hause ausgezogen? Ja, eigentlich relativ spät, mit 26, zur ersten Erwerbstätigkeit, zu meinem ersten Job. Also beim Studium noch zu Hause gewohnt? Genau, ja. Was sind denn so die Beweggründe für Menschen, bei den Eltern auszuziehen? Also es sind vor allem andere Lebensereignisse, wie zum Studium auszuziehen, wenn man selbst finanziell selbstständig wird, zur ersten Erwerbstätigkeit, mit der Partnerin, mit dem Partner zusammenzuziehen. Also tatsächlich so externe Faktoren auch nochmal. Mhm. Also gar nicht unbedingt so ein aus sich selbst kommendes Bedürfnis, ich möchte jetzt nicht mehr bei den Eltern wohnen? Also wir sehen in unseren Daten, dass der Wunsch nach Unabhängigkeit schon auch für alle Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die schon mal ausgezogen sind, Relevanz hat. Also es ist nicht so, dass sich junge Menschen es daheim bequem machen. Trotzdem braucht es einen Anlass, auch auszuziehen. Nun sieht man ja in den Zahlen schon deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Auszugsalter. Wo kommen die her? Junge Frauen haben früher einen ersten Partner, Partnerschaft. Das führt natürlich dazu, auch vielleicht dann auch mit dem Partner oder Partnerin zusammenzuziehen. Aber es hängt auch da einfach stark damit zusammen, dass junge Frauen häufig andere Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit früher gehen, als das junge Männer tun. Hat das irgendwelche Nachteile, wenn man lange bei den Eltern wohnen bleibt? Psychologisch gesehen ist es vielleicht auch, ja, sehen wir auch in unseren Daten, dass die Selbstwahrnehmung noch mal eher so ist, dass diejenigen, die bei den Eltern wohnen, sich eher noch eher jugendlich fühlen und auch die Eltern einen so wahrnehmen. Und diejenigen, die eben nicht mehr mit den Eltern zusammen wohnen, sich auch häufiger schon als erwachsen wahrnehmen und auch so wahrgenommen werden. Also jetzt mal polemisch gesprochen, wer länger bei den Eltern wohnt, wird später erwachsen. Fühlt sich okay. Weniger erwachsen. Ja. Genau. Sehr schicke Wohnung, die du hier hast. Würde ich einzuziehen. Danke schön. Gute Wahl. Ja, so auch Liebe auf den ersten Blick, als ich die angeschaut habe. Ja. Und kannst du die vom BAföG bezahlen? Oder? Also ich kriege Unterhalt von meinen Eltern und jetzt gerade kam der BAföG Bescheid. Also ich kriege jetzt auch ein bisschen BAföG. Genau, und ich gehe halt nebenbei noch arbeiten. Und was machst du? Ich arbeite in einem Eisladen, hier in Prenzlauer Berg auch. Cool. Ja. Ja. Nee, cool, wenn man sich so eine Wohnung leisten kann, das ist ja echt... Ja, die ist aber tatsächlich auch nicht so teuer. Also da hatte ich echt mega Glück. Wann hast du das erste Mal drüber nachgedacht, auszuziehen? Also ich habe in der Schulzeit immer gesagt, wenn ich 18 bin, ziehe ich sofort aus. Also wirklich so an meinem 18. Geburtstag so mäßig. Das hat sich dann aber komplett verändert, weil so mit Corona hat sich eh alles verschoben. Und man war irgendwie an einem ganz anderen Punkt, als ich dachte, dass ich wäre mit 18 dann. Und dann so richtig dieser Wunsch, auszuziehen, kam dann, als ich das Studium angefangen habe. Weil ich dann so neue Leute kennengelernt habe, die alle nach Berlin gezogen sind fürs Studium, natürlich alle alleine gewohnt haben oder in der WG. Und da habe ich so gesehen, oh, irgendwie, das ist so viel geiler, einfach irgendwie so eine Freiheit zu haben. Und da war ich dann so, nee, ich muss jetzt echt mal ausziehen. Anderthalb Jahre hat es dann gedauert, bis ich jetzt diese Wohnung gefunden habe. Ja, du bist ja jetzt bei deinen Eltern ausgezogen worden. Genau, ja. Was sagen die dazu? Also tat uns allen ganz gut, so ein bisschen Abstand und einfach diese Spannung auch, die es dann irgendwie in Alltagsproblemen gab, irgendwie rauszunehmen. Genau, also der geht's gut. Aber ich merke auch, unser Verhältnis hat sich eigentlich verbessert, würde ich sagen. Und man ist halt, man verbringt bewusst Zeit zusammen und ja. Ja, und nicht, weil man es muss, weil genau, man braucht. Genau. Ja, verstehe ich. Ja, und es gibt halt keine nervigen Themen, irgendwie so, wer geht jetzt ins Bad und den ganzen, ja. Was können denn Eltern tun, um dafür zu sorgen, dass ihre Kinder nicht zu Nesthockern werden? Zur Selbstständigkeit zu erziehen, auch ja, sie auch im Haushalt mithelfen zu lassen, aber eben auch als Eltern ja, im Hintergrund zur Verfügung zu stehen. Also weiterhin auch eine Rolle im Leben des Kindes spielen, auch als Stütze. Ja. Gibt ja dieses Klischee des
Nesthockers, der irgendwie immer auch männlich ist. Und ist da was dran? Also klar, gibt es dieses Phänomen und es gibt natürlich auch junge Männer, die dann erst spät von zu Hause ausziehen. Aber man hat immer so im Kopf 35-jährige, 40-jährige Männer, die daheim wohnen, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Also ich glaube 13% der 30-Jährigen wohnen bei den Eltern. Das Wort Nesthocker kommt ja aus dem Tierreich. Schauen wir also mal dahin. Aber nicht zu den Vögeln, wo der Begriff herkommt, sondern zu unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen. Tatsächlich ziehen dort die männlichen Schimpansen etwas eher aus als die weiblichen, weil ihnen die Futtersuche etwas leichter fällt. Eine 2019 veröffentlichte Studie der US-amerikanischen Forscherinnen Kara Walker und Ann Pusey konnte aber auch zeigen, dass es vor allem die höheren Töchter unter den Schimpansinnen sind, die es sich länger zu Hause bequem machen. Schimpansinnen mit niedrigerem sozialen Status verließen eher die Gruppe, um dann, hoffentlich, in einer anderen Gruppe den sozialen Aufstieg zu schaffen. Zeigen sich Wirtschaftskrisen im Abnabelungsverhalten? Könnte man meinen. Was man aber sieht, ist zum Beispiel jetzt mit der Finanzkrise, dass sich das für Deutschland gar nicht so ausgewirkt hat. Wie war das während Corona? Hat man da irgendwelche Veränderungen feststellen können? Ja, wir haben junge Menschen gefragt, ob sie aufgrund von Corona nicht ausziehen konnten und oder ob sie wieder ins Elternhaus zurückgezogen sind. Und da haben uns 10% gesagt, dass sie wegen Corona nicht ausziehen konnten und 7% haben gesagt, sie sind wieder zurückgezogen. Das ist aber auch außerhalb von Pandemiezeiten zum Beispiel so. Also es ist gar nicht mal jetzt besonders hoch oder besonders niedrig, das Auszug- oder Rückzugsverhalten. Also das passiert tatsächlich gar nicht so selten, dass jemand schon ausgezogen war und dann nochmal nach Hause zurückzieht. Gibt es da einen Begriff für? Ja, wenig charmant, aber sozusagen wie die Bumerang-Kids oder die Bumerang-Generation. Also junge Menschen, die wieder wie ein Bumerang zurückkehren. Man wirft sie aus dem Elternhaus und sie kommen wieder zurück. Genau. Man kann also Unterschiede beobachten zwischen der sozialen Herkunft, ob jemand aus einem finanziell besser gestellten Elternhaus kommt oder nicht. Wenn man natürlich finanziell gut abgesichert ist, ein großes Haus hat, kann das natürlich dazu führen, okay, es ist genügend Platz daheim, die Kinder können daheim wohnen bleiben. Das ist jetzt in einer kleineren Wohnung, wo man dann direkt das Zimmer neben den Eltern hat, vielleicht auch nochmal schwierig, wo man dann vielleicht 2, 3 Zimmer nur hat, so, und dann zu viert da wohnt. Gleichzeitig ermöglicht es auch, wenn man eigene finanzielle Ressourcen hat oder die Eltern das überhaupt bezahlen können, auszuziehen. Also bei Studierenden ist das ja zum Beispiel der Fall. Also zwischen Studierenden und solchen, die eine Ausbildung machen, gibt es da auch schon merkliche Unterschiede? Studierende ziehen eben häufiger in eine Universitätsstadt, in eine andere Stadt, werden eben unterstützt von ihren Eltern und diejenigen mit einer Ausbildung bleiben tatsächlich deutlich häufiger daheim wohnen, weil natürlich auch das Einkommen deutlich niedriger ist. Wenn man natürlich auf dem Land lebt beispielsweise und dann eine Ausbildung hat, die es ja notwendig macht, in die Stadt zu ziehen, natürlich sieht man dann auch aus, aber das ist deutlich selten. Also die meisten wohnen tatsächlich auch daheim. Klar, ausziehen muss man sich leisten können. Denn billig ist selbst das Wohnen in einer WG nicht mehr. Von der eigenen Wohnung ganz zu schweigen. Ich habe im Studium nie mehr als 300 € für ein WG-Zimmer gezahlt. Und das ist wirklich noch nicht sehr lange her. Aber schon jetzt, keine 10 Jahre später, sieht es deutlich anders aus. In München beispielsweise zahlt man aktuell mehr als das Doppelte davon für ein WG-Zimmer. 720 €. Völliger Wahnsinn. Vielleicht ist das einer der Gründe dafür, warum manche es nicht packen und zurück nach Hause ziehen. Anne Berngruber nennt diese Gruppe ja Boomerang-Kids, so wie Leon einer ist. Ist das Zusammenleben jetzt anders hier, als du ein Jugendlicher warst? Wäsche mache ich selber. Ich helfe hier, wenn irgendwas zu helfen ist. Ja, aber es ist schon nicht komplett Hotelmama, würde ich sagen. Aber natürlich zu einem gewissen Grad. Gibt es irgendeine Art von Absprache oder Deadline oder sowas? So von wegen, du kannst hier gerne wohnen, bis du 30 bist, aber dann such dir mal was Eigenes oder so? Wurde jetzt gesagt Ende Sommer oder sowas. Aber dann, seit ich hier bin, hieß es auch wieder von wegen, wenn ich dann eine Ausbildung anfange oder so und das anders nicht geregelt kriege, dann kann ich noch die Ausbildung hier bleiben oder sowas, hieß es dann auch. Aber es ist schon so, dass es jetzt mehr so ein Urlaub in gewisser Weise hier ist und dass ich schon was anderes finden sollte. Und wie sind die Pläne für die nähere und fernere Zukunft? Ausbildungsplatz finden und Wohnung finden.
So, grob, kurz zusammengefasst. Die Gründe, von zu Hause auszuziehen, sind so vielfältig, wie wir Menschen nun mal sind. Und auch die Erfahrungen sind ganz unterschiedlich. Das haben uns Martha und Leon gezeigt. Den einen richtigen Zeitpunkt zum Auszug, den scheint es nicht zu geben. Das heißt aber auch, man kann eigentlich nicht viel falsch machen dabei. Einfach ausprobieren und sehen, was für einen passt. Einen persönlichen Tipp von mir noch, den musste ich auch erst lernen, es ist keine Schande, banal wirkende Dinge zu googeln. Wie man Kartoffelbrei macht, kann man googeln, steht im Internet und es muss nie jemand erfahren, dass ihr das vorher nicht wusstet. Das ist keine Schande. In diesem Sinne, alles Gute euch. Wenn ihr auch nach dem Auszug bei euren Eltern keine Folge von uns mehr verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Hier oben gibt's noch ein anderes Video von uns. Und hier unten noch ein anderes aus dem Terra X Kosmos.